Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und heute möchten wir euch wieder die Panini-Vorschau vorstellen. Neuheiten zwischen März und April 2016. Die 66. Ausgabe ist es schon. Wir sehen Batman ganz oben drauf und der Civil War wird angekündigt. Ich klappe das Ganze mal auf. Hier ein bisschen Werbung in eine Richtung. Und es geht los mit DC Comics, Justice League of America 1. Ja, da lese ich gar nicht mehr weiter. Jetzt geht es hier anscheinend um Nummer 1 los. Limitiert Variant Cover 1 sieht ganz lustig aus. Auf 777 Stück für 7 Euro. Und auch hier startet, geht es weiter. 46, 47, Batman 46, 47. Die ganzen Heftausgaben sind schon ziemlich weit. Green Lantern 1 startet. Und Superman weiter mit den Sätzen 46er, 47er und ein schönes Variant-Cover, auch wieder limitiert. Auch hier der Green Lantern auf 333 Stück. Das kann man sich ja mal holen. Vielleicht kann man hier einfach statt einer neuen Sonderbandserie einfach vielleicht mal zwischenhauen, falls man das mal Bock hat zu lesen und nicht hinterherhängt. Genauso Wonder Woman, Götter des Krieges. Auch hier eine kleine Leseprobe und so. Die Zeichnungen sehen auf jeden Fall sehr toll aus. Auch hier ein Gastauftritt mit Superman. Das verspricht doch noch schon noch große Action auf jeden Fall. Ich klappe mal weiter. Hier Bizarro. Ein bisschen ja, Comedy. Batmite. Die lustige Batman-Kobold ist zurück. Auch hier Comedy. Und Harley Quinn und Power Girl, eine kleine Ausgabe, 148 Seiten. 6 Hefte sind da drin, ist, glaube ich, auch abgeschlossen damit. Und weiter geht's hier, nochmal ein Megaband mit Geißen. Earth 2 hat nur 100 Seiten, also das ist kein Megaband. He-Man and the Master of Universe Teil 6, den werde ich mir holen wieder. Da habe ich die ganze Reihe schon. Und Batgirl, die neuen Abenteuer 1. Ja, da steige ich auch ein. Die letzten Batgirl-Sachen waren richtig geil und hier, da ist auch ein schönes Cover. Ich finde, welches Cover ist schöner? Ich finde das Cover irgendwie cooler. Hier ist zwar nicht mehr ganz so sexy dargestellt wie auf dem alten Reihe, aber hier den Batman muss ich auf Batgirl muss ich auf jeden Fall lesen. Und das Variant-Cover ist auf 33 Stück limitiert. Batman vs. Superman am 24. März im Kino, deshalb ist hier auch alles Batman-mäßiges ein bisschen größer gemacht und das Frontcover des Heftes erklärt sich damit auch von selbst. Superman, ein Change Paperback. Hier sind 9 Ausgaben US. Ich glaube, in Deutschland sind 4 Hefte rausgekommen. Habe ich alle, brauche ich das Paperback zum Beispiel nicht. Batman, Superman 6, hier geht es weiter. Das lese ich vielleicht nochmal für 13 Euro, auch kein großer Geld. Gotham Central Dry kann ich nur empfehlen, genauso wie Gotham die Serie. Habe ich mittlerweile die erste Season fast durch und bin hellauf begeistert. Logo Collection 2, 188 Seiten. Wer Logo mag, kann hier einsteigen. Und Gotham City Series 1 ist aber nicht so meins. Und Flash und sowas, Arrow, das gucke ich nicht aktuell. Deshalb spare ich mir es auch so ein bisschen hier zu lesen. Secret Wars 3 und 4, Secret Wars 5 und 6, da kommen wir jeden Monat 2 Hefte, glaube ich, raus. Ja, steht hier sogar. Brauche ich gar nicht dran darüber nachdenken. Auf jeden Fall. Hier ist die Checkliste. Ist ein großes Crossover, das vieles im Marvel-Universum ja verändern wird. Hier unten Hulk und Inhumans. Da sollte man auch mal durchlesen. Secret Wars Megaband 1. Auch da sollte... Von welchem Jahr ist das? Steht das hier drauf? Da sollte man mal einchecken auf jeden Fall. Und hier auch Sonderband. Die ganzen Sonderbände sollte man doch mal sein eigen nennen. Spider-Man 43, 44. Avengers auch alles im Zeichen des Civil Wars. Und hier sehen wir auch schöne Sachen. Obwohl das eigentlich Secret War heißt. Civil War war das alte. Auch vielleicht kommen da ein paar. Also ich habe noch nicht so weit gelesen. Neben meinem nächsten Update wird es auch zeigen, welche ganzen Hefte ich nachgekauft habe. Also ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand. Iron Man Thor habe ich auch angefangen jetzt mittlerweile zu lesen. Fand ich ganz gut gelungen. Avengers Millennium Ausgabe. Deadpool ist natürlich immer eine Pflichtausgabe. Howard the Duck. Voll geil. Mag ich super gerne. Gott sei Dank kommt's raus. Old Man Logan, die Rückkehr, auch da, die Legende ist zurück, ist zwar klar, ich habe es in meinen ganzen Reviews angeschrieben und Deadpool hat es ja auch schon angedeutet, Guardians of the Galaxy 8 kommt raus, Pflichtausgabe, Hulk, Sonderband 4, da bin ich so ein bisschen stehen geblieben, ich hoffe, ich habe 3 noch, wenn ich 3 noch habe, steige ich in 4 ein, ich warte da ein bisschen, und Star-Lord und Kitty Pryde, ja, sexy, die beiden, da sollte man auch mal einsteigen, hier ein bisschen Werbung noch,
in der Mitte Marvel Babies. Das scheint ganz lustig zu sein. Riesenspaß für alle auf jeden Fall. Ich denke, da sollte man mal einfach einsteigen. Und das Hardcover ist auch limitiert. Vielleicht hole ich mir das auch mal gucken. So, Civil War Unibus hier für lächerliche 200 Euro. Ganz viel Comics in so einem Schuber. Sieht toll aus. Hardcover, noch mehr Zeugs. Kommt ja auch bald raus in die Kinos. Black Widow 3, auf jeden Fall cool. Und der Schuber dazu. Was kostet der Schuber? Drei Hardcover in Schuber, limitiert auf 1000 Stück, 100 Euro. Ich bin am Überlegen. Ich fände Black Widow die Serie richtig cool, auch richtig gut gezeichnet. Und so ein Schuber macht sich natürlich mehr als affengeil in der Sammlung. Loki 2, ich habe Loki 1 auch nicht gelesen. Shield 3, höre ich, glaube ich, auch mit auf. Ich muss ein bisschen Zeit sparen. Nicht, weil ich es unbedingt doof finde, weil ihr kennt ja mittlerweile mein Problem. Ich komme aber mit dem Lesen nicht mehr hinterher. Fabulous, Susters Kampf ums Überleben. Das sieht auch toll aus. Von Vertigo wird auf jeden Fall. Ja, plus exklusives Interview mit Lee Bermejo. Pflichtausgabe. Gehen weiter hier. Sterben für die Freiheit, so viel schon Frauen des Widerstandes. Hört sich sehr geil an. Was mich ein bisschen stört, ist, dass hier noch ein Softcover für 25 Euro steht, für 264 Ausgaben. Da hätte ich mir ein Hardcover gewünscht. Allein von der Story schon her, also das ist irgendwie so Hardcover-mäßig, da muss ein Hardcover her. Hier fangen nämlich erst die Alben an, was ich ein bisschen schade finde. Irgendwie hätte ich da doch schon von vornherein, zumindest der Stern der Wüste, Band 1, da werden wir eine Review schreiben, das Blut der Feiglinge, Band 1 werden wir machen, der Rote Baron zum Beispiel, Martin hat sich da schon gesichert quasi, dass er hier zu einer Review schreiben wird und er schreibt mit, ich finde die besten Reviews bei uns. Sollte auf jeden Fall mal reingucken. Trigger im Band 4 auf jeden Fall, muss sein. Text wissen wir noch nicht ganz. Joe Kubert zeichnet, ja, könnte man vielleicht auch überlegen, ne? Aber Text ist nicht so meins. Tag X Band 3, Russen auf dem Mond. Da werde ich lesen. Ich hoffe, die Fahrt nimmt so ein bisschen, die alternative Geschichtsschreibungs-Comics ist das ja, hier steht auch drauf, nimmt jetzt ein bisschen mehr Fahrt auf. Würde ich mir wünschen. Star Wars. Da steigt eh kein Mensch mehr drauf, was alles rauskommt. MPH, schnelle Pillen. Das klingt doch irgendwie toll. Sollte man von Image auch mal ein Auge behalten. Hier oben Familienbande, Buffy, was haben wir, Turtles, was haben wir hier noch, der dunkle Turm 13, Spawn, Deadly Class, was haben wir hier, Simpsons, auch immer dabei, ein paar Magazine, auch super toll, Crosskite, können wir auch damit abhandeln, das Upgrade 3, Pflichtausgabe, deutsches Supercomic, Perry Grodin Comic 3, ich habe die ersten zwei gekauft und nicht gelesen, ich bin gespannt, hier Walking Dead, für alle, die ein bisschen nachhaken, Hack and Slash bin ich irgendwie hängen geblieben, Ringo, hier Weisen, der erste Zyklus ist, oder zweite Zyklus haben wir auch teilweise ein Review geschrieben auf der Page. Martin fährt auf jeden Fall drauf ab, so wie ich das noch im Hintergrund habe. Ich muss sagen, das erste war nett, aber ich bin noch nicht so richtig drauf gekommen. Sex Karpaten, das hört sich irgendwie lustig an. Ein Cartoonbuch nach dem neuesten Kamasutra. Hier sind ein paar Bücher. Supernatural, Arrow, Worldcraft, das kommt ja auch immer vor. Und jetzt Mangas, da habe ich am wenigsten Ahnung von. Da sage ich gar nichts. Ich kenne ja so Pokémon aus dem Fernsehen. Und hier nochmal Secret Wars, was jetzt ansteht, das Mega-Event. Und die ganzen anderen Events gibt es hier auch teilweise, nicht alle natürlich, auch als fettes Mega-Bändchen. Zum Beispiel Marvel Super Heroes Secret Wars habe ich schon, das habe ich schon. Und so weiter, ein paar andere auch. Ist toll. Kann man reingucken und so ein paar alte Events nachlesen. Das war auch schon die Panini-Vorschau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr alles bestellt. Würde mich freuen. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.